Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch 5 Tipps für mehr Selbstliebe mit auf den Weg geben. Ich habe da schon mal einen Themenmonat gemacht. Die Playlist kann ich euch gerne jetzt hier oben nochmal verlinken, wenn ihr euch da weiter für interessiert und mal weiter schauen wollt. Heute möchte ich euch, wie gesagt, 5 Tipps mit auf den Weg geben. Und der erste ist, nehmt Fehler an. Jeder von uns hat Fehler, macht Fehler. Wir sind einfach nicht perfekt und das ist auch völlig in Ordnung. Aber nehmt das an. Verurteilt euch nicht für eure Fehler, für das, was ihr mal getan habt und heute als Fehler beurteilen würdet. Nehmt diese Fehler an. Es ist sowieso passiert, beziehungsweise ihr seid dieser Mensch, der ihr seid, auch mit den Fehlern vielleicht. Nehmt das einfach an. Das erleichtert so vieles, wenn man das einfach annimmt als etwas, das halt einfach da ist, beziehungsweise als etwas, das passiert ist. Das verändert sehr, 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 sehr viel. Mein Tipp Nummer 2. Nimm an, wer du bist und wie du dich manchmal fühlst. Nimm an, dass du manchmal wütend bist, dass du manchmal traurig bist, dass du manchmal vielleicht auch ein nerviger Mensch sein kannst. Nimm das an. Nimm an, wer du bist. Versuch dich nicht selbst zu verändern. Versuche dich lieber zu akzeptieren, so wie du bist. Mein Tipp Nummer 3. Lern dich selbst kennen. Damit habe ich vor ungefähr einem reichlichen Jahr angefangen, mich selbst erstmal wirklich kennenzulernen. Ich hatte mich in den 3 Jahren davor in meiner Mutterrolle völlig verloren. Ich wusste nicht mehr, wer Julia ist. Ich kannte nur noch Mama. Ich wusste nicht mehr, wer Julia ist. Was Julia Spaß macht, was Julia gefällt, wo Julia hin will. Und das habe ich im vergangenen Jahr wieder rausgefunden, habe dadurch zu mir selbst gefunden, mich kennengelernt, mich lieben gelernt. Das war unglaublich toll und ich kenne mich immer noch nicht in meiner Fülle. Ich bin jetzt so, ich habe jetzt so die ersten Schichten durchdrungen und bin jetzt da, wo es zum Teil wirklich sehr weh tut, aber wo ich auch durch muss, um mich selbst richtig kennenlernen zu können. Und ihr müsst immer dran denken, ihr seid der Mensch, mit dem ihr ein ganzes Leben verbringt. Mit niemandem verbringt ihr so viel Zeit wie mit euch selbst. Also lernt euch kennen und lernt euch lieben. Und mein 4. Tipp heute ist eine kleine Übung. Probiert es mal aus. Stellt euch mal vor einen Spiegel. Und schaut euch in die Augen. Aber nur in die Augen. Der Rest ist völlig egal. Schaut nicht euren Körper an. Schaut euch nur in die Augen. Schaut in eure Seele. Blickt in euer Innerstes. In das, was euch wirklich ausmacht. Was euch zu diesem wundervollen Menschen macht. Und dann sag's aus tiefstem Herzen, ich liebe dich. Und mach das gerne öfters. Mach das gerne täglich, mehrmals am Tag. Und es wird einiges in dir verändern. Und mein letzter Tipp für heute, mein 5. Tipp ist, versuche die alltäglichen Dinge in Selbstliebe zu tun. Koch dir was Schönes und sei wirklich mit deinen Gedanken dabei, dir etwas Schönes zu kochen. Du tust dir etwas Gutes. Iss in Ruhe. Schmeckt das alles. Beim Duschen spür mal das heiße Wasser auf deinem Körper. Beim Eincremen tu das Eincremen in Selbstliebe. Nimm dir Zeit. Creme deinen Körper ein, tu dir selbst was Gutes. Also versuch viele dieser alltäglichen Dinge in Selbstliebe zu tun. Treib Sport in Selbstliebe, weil du weißt, es ist gesund für dich. Trink viel Wasser in Selbstliebe, weil du weißt, es ist gesund für dich. Ich hoffe, diese 5 Tipps haben dir weitergeholfen. Wie gesagt, wenn du dich für das Thema interessierst, schau dir gerne meine Playlist zum Thema Selbstliebe an. Schreib mir auch gerne deine Fragen unten in die Kommentare, dann können wir gerne noch ein bisschen weiter über das Thema sprechen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann.